Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable. Und wenn ihr das guckt, zu einer morgendlichen Runde. Und ich nehme das jetzt hier am Abend auf. Denn es gab noch einige Infos, die jetzt rausgekommen sind, die ich euch nicht vorenthalten möchte und die auf jeden Fall vor das Update gehören. Denn wir wissen ja, dass der gute Gary Goldzahn ein Rework bekommt. Und ein Rework heißt in dem Fall, er wird komplett neu gemacht. Was das genau alles beinhaltet, können wir noch nicht genau sagen. Ob er jetzt eine neue Story, einen neuen Ort, was auch immer bekommt. Die Vermutungen waren natürlich nahe, dass er nach Wildwoods kommt, wo sein neuer Wagen steht. Aber was wir auf jeden Fall sicher sagen können, ist, dass SSO gefragt wurde, ob mit Gary zusammen auch neue magische Pferde kommen oder alte magische Pferde vielleicht auch hier zurückkommen. Und warum habe ich Gary so formschön den Hut auf dem Thumbnail wegretuschiert? Denn ich wollte damit symbolisieren, dass er ohne kommt, und zwar in dem Fall ohne magische Pferde. Ich nenne sie immer noch teilweise Urpferde, ich habe das noch nicht so drin, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber Star Stable hat ganz genau dazu nämlich das hier gesagt. Und damit ich nicht das Ganze jetzt hier während des Rennens vorlese, rede ich aber jetzt noch mal ein bisschen, bis wir gleich das Ganze nach dem Rennen vorlesen können. Denn ich versuche das Ganze ja möglichst genau für euch zu übersetzen. Und Stars habe ich geschrieben, "We have not said anything about new magical horses coming out." Also wir haben nichts gesagt darüber, dass neue magische Pferde herauskommen werden. "The ones we have in the game right now, however, are Arenas and Petra." Also die beiden, die momentan im Spiel sind, sind Arenas und Petra. "And no other magical horse is going to come out just yet." Also es kommt kein magisches Pferd zusätzlich dazu gerade rein. In den News haben wir diesen Hint geschrieben. Also wir haben in den News diese kleinen Spoiler reingepackt, dass "our favorite magical horse seller is getting a makeover." Also dass quasi Gary eine Überarbeitung bekommt. Diese Woche wird es keine zusätzlichen magischen Pferde zusammen mit Gary Goldzahn geben. Also Star Stable beschreibt dazu ganz klar selber nochmal, zusätzlich zu Gary werden keine magischen Pferde kommen. Man könnte jetzt natürlich immer noch so versuchen, so ein bisschen zwischen den Zeilen zu lesen, dass sie vielleicht damit meinen, keine neuen, vielleicht kommen ja doch noch irgendwie die alten magischen Pferde. Aber ich selber lese das eigentlich so, dass Star Stable doch nochmal sehr, sehr stark betont, Gary kommt ohne magische Pferde. Und dann kann man sagen, okay, warum kommt dann Gary überhaupt? Das ist ja wie ein Eishändler ohne Eis dabei. Ist das wirklich sinnig, dass er dann rauskommt? Aber das heißt ja nicht, dass er nicht noch irgendwie so eine Quest bekommt. Vielleicht treffen wir in der Quest ein paar magische Pferde. Vielleicht erfahren wir ja ein bisschen mehr über Garys Verbindung dazu. Warum kommt er eigentlich immer mit magischen Pferden an? Das wäre doch eigentlich mal eine ganz coole Nebengeschichte, die ich feiern würde, wenn man da so mal ein bisschen erfahren würde, warum eigentlich die ganze Zeit der Gary hier mit seinen magischen Pferden ankommt. Mal so ein bisschen vielleicht so einen Sprung in die Vergangenheit von Gary Goldzahn erleben würde. Das wäre doch auf jeden Fall ganz nice, wenn wir da noch so eine gewisse Quest bekommen. Gerade weil er nach Wildwoods kommt und da oben ja dann auch diese NPCs eben unterwegs sind. Und die können wir uns ja eigentlich auch mal zusammen anschauen. Und wo wird eigentlich dieser magische Wagen dann stehen von Gary Goldzahn? Das haben wir natürlich auch schon mal in einer früheren Folge uns angeguckt. Aber ich zeige euch das Ganze gerne noch einmal und so ein bisschen die Vermutung, was das alles mit sich zusammen auf dann haben könnte. Also man kann das Ganze aus Feargrove machen. Aus Feargrove ist es sogar recht einfach zu erreichen. Ich glaube sogar, für alle, die das noch nicht so wissen, gucken wir uns nämlich nochmal da diesen Weg an. Das heißt, am besten gucken wir mal, dass wir ihn aus Feargrove uns anschauen werden. Und wir kommen in Feargrove an. Vor dem Stall haben es natürlich auch gar nicht so weit. Denn das Ganze ist hier schon gegenüber. Kommt man nämlich dann von hinten nach Wildwoods. Und zwar durch das etwas nebligere Tal hier hinten. Und nämlich da
steht er auch schon, nämlich direkt, der gute Gary. Da wird er sehr wahrscheinlich stehen werden. Denn dort hat es nämlich schon seinen Wagen, der jetzt übrigens an zwei Punkten steht, denn er steht nämlich immer noch am Leuchtturm aktuell. Aber hier steht der Wagen dann nämlich auch schon. Und dann kann man vermuten, hey, dass es damit dann zusammen auch einige Quests geben wird. Denn nicht nur der gute Gary, der sagt, sein Wagen steht hier und dieser formschöne Elch. Und anscheinend hat der Wagen auch übrigens vielleicht so eine Art Unfall gehabt oder zumindest seine Pferde dort weg. Sondern hier oben in der Nähe gibt es ja auch dann das kleine Kriegerpony, man sagt das Kriegerfohlen, was hier steht, was nämlich auch nochmal so ein bisschen Stuff dabei hat. Das heißt, mit Athena zusammen könnte es dann auch eine Quest für den guten Gary geben. Das ist so meine Vermutung, dass Gary hier so eine kleine Willkommensquest bekommt mit den Kriegern zusammen und sich dann hier ansiedeln wird. Und vielleicht dann immer entweder von hier aus seine magischen Pferde verkauft oder vielleicht dann immer mit den magischen Pferden dann wieder nach unten kommt und dann eben für eine gewisse Zeit vor dem Leuchtturm stehen wird. Das sind so die Vermutungen, die ich habe. Ich bin gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Freut ihr euch schon auf das Ganze nachher? Wenn ihr das Ganze hier seht, wird es auch schon sehr, sehr bald einen Level-Stream geben. Das hat einen Wartestream. Denn wir fangen so gegen 6.30 Uhr an. Die Folge wird um 6 Uhr hochkommen. Das heißt, entweder läuft das Ganze schon. Solltet ihr vielleicht mal reinschauen. Und dann gucken wir, dass wir sobald es geht in das Update reinschauen und uns dann direkt darüber informieren werden, was Gary für uns so alles im Petto hat. Ich sage danke fürs Zuschauen. Euch einen wunderschönen Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis nachher im Stream. Ciao, ciao. Yeah, we keep on dancing to